Cheerio, mein lieben Pokémon-Trainer. Willkommen zurück zu Pokémon Gelb Nuzlocke Challenge. Nur Auserwählte dürfen passieren. Mhm. Und wer, wieso entscheidest du das? Du bist auch nur ein einfacher Trainer. So, heute werden wir mit viel Glück die Pokémon-Liga erreichen. Ich hatte auch gedacht, ob ich vielleicht Krabi mit rein mit den Kingler, aber ja, leider ist Kingler durch diese Wasserattacken, die ja hier noch alle speziell sind, nicht gerade die beste Wahl. Leider, leider, leider. Doppelt X Angriff, what the fuck? So, bam. Tschüss, Kingler. Detoxer. Tschüss. Ah, die Level 43, ich sehe das gerade. Ja, aber sie sind ja immer nur so niedrig. Book to keep. So, tschüss. Dann, dann. Oh, ein Turtok. Ein Turtok sieht ja hier cool aus. Also, Turtok sieht ja echt gut aus. Aua. Lass das. Da. Ah, Schädelwumme. Gibt's nicht. Du bist besiegt, geh weg. Hi. Wie gut du bist. Okay. Aber wir waren gespannt. Ein Knuffenser, ernsthaft? Du kommst mit der Knuffenser-Familie auf Level 43 hier an? Was ist falsch mit dir? Mädchen, was ist falsch mit dir? Und nochmal hoch. Und nochmal in die Luft. Flugattacke! Bumm. Und das war Satzin, ja. Das darf doch nicht wahr sein. Fehlzündung. Wo auch immer der Stein jetzt dahin ging. Muss ich dem jetzt folgen? Mal sehen. Ach ja, ich glaube, hier fehlt ja einer, ne? Da. So. Rio, setz Stärke ein. So. Hier mal ein bisschen gespeedet, weil es war so die ganze Zeit nur gerade ausschubsen. So. Kein Item, alles klar. Sind wir schon durch? Wirklich? Wir sind schon durch? Wer auch mal diese Statuen so aufgestellt hat, der gehört gefeuert. War auch betrunken bei der Platzierung. Ja, wir sind tatsächlich schon da. Okay. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Ach, vergiss das Pokémon auf Siegerstraße. Das ist jetzt ein bisschen überraschend, aber okay. Dann heilen wir uns jetzt einfach. Sehr schön.
Du, dann machen wir heute schon die ersten Top 4, ne? So. Ich will aber erstmal kurz was machen. Ich will nämlich die ganzen Elixiere etc., die wir haben, will ich mitnehmen. Weil könnten wir gebrauchen. So, erstmal hier alles ablegen, ey. Weg damit. Weg damit. So, dann gib mir mal die Elixiere mit, die ich aufgespart habe. Da. Die ganzen AP-Sachen einfach, ne? No. Das war's schon, okay. Gut. So, dann kaufen wir bei der jungen Dame. Wo ist denn der Laden hier? Da. Hallo, kann ich dir helfen? Ja, ich hätte gerne ganz viele Top-Genesungen. Genug Geld haben wir ja. Komm, ich nehme 30 Stück mit. So, dann machen wir mal. Links ist aber ein bisschen falsch vorne, glaube ich. Fiete bei Lorelei. Ich werde es mal mit Lumi als erstes versuchen. Komm, die Dings hier, die können wir auch eigentlich mal vergeben, ne? Und komm her. So, perfekt. Und los geht's. Lorelei! Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich mit deinen Pokémon eingefroren habe. Bist du bereit? Und dann diese ganz normale Trainermusik, ne? Jugong, oh, der 54. Lumi, Dana Blitz. So. Tschüss, Jugong. Ostos. Dana Blitz. Dana Blitz them all. Tschüss, Ostos. Oh, Lamos könnte natürlich ein bisschen härter werden. Slowbro. Ja, das dachte ich mir. Aber es paralysiert. Ein Supertrank, what the fuck? Die Top 4 müssen sparen, sie können sich nur noch Supertränke leisten. So. Ja gut, Rossana ist jetzt wieder was anderes. Da kann ich mit Lumi... Na komm, Donnerblitz wird auch da gehen. Wird dann halt ein Turret, aber ey. Oh. Fuchtler, what? Okay, Rio, mach du das doch mal. Flammenwurf. Da. Ich glaube, jetzt kommt noch ein Jugong, ne? Ne, Labras, das ist übel. Ich versuch's mal mit Wiggy. Der wird jetzt sicherlich eine Wasserattacke einsetzen. Er trollt mich, er setzt Blizzard ein. Nein! Wiggy? Da trollt er mich und setzt Blizzard ein. Hypnose! Nein! Aua! Sehr schön! Jetzt heilen wir erstmal Riley, weil dann würde ich mit Rileys Überroller versuchen, was zu reißen.
Überroller. Das geht natürlich daneben. Oh. Alter, könntest du treffen? Wir haben jetzt nicht wirklich die Zeit, die ganze Zeit daneben zu hauen. So, trollen wir erstmal mit Hypnose die ganze Zeit. Aua. Ist natürlich Schaden, aber ist egal. Überroller! Nein! So. Yay! Da. Wie kannst du es wagen? Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Schön, dass sie sich als Vorspeise sieht. Ja, ich habe gedacht, da konnte ich mit Lumi durchrocken durch Lorelei, aber das war ja nichts, ne? So, als nächstes kommt Bruno, ne? Ja, Bruno kommt als zweites, als drittes. Wer kommt denn als drittes? Ach ja, Dings da. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber diese Geistgift-Tussi da. So. Er beginnt bestimmt mit Onyx. Obwohl, nee. Ach egal, komm. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training kann mein Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Adam, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Na, zeig mal hier. Doch mit Onyx, okay. Los, Leviathan! Surfer! Da. Nocturne. Mit Sonderschlag 1. Ich komm noch gar nicht mehr zu, schon weg. Kikli. Oh, Entschuldigung. Da, da kommt das nächste Onyx. Und mach mal. Man muss sagen, es ist aber gut, dass die Top 4 hier unterschiedliche Pokémon haben. Also, dass sie zum Beispiel wirklich nicht nur penetrant auf einen Typen bleiben. Weil es kommt erstmal noch Variation, das ist auch ein bisschen intelligenter, muss man ganz ehrlich sagen. Tja. Das hat Levian durchgerockt, ohne einen bisschen Schaden zu kriegen. Wie konnte ich verlieren? Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Ja. Yep. Wir könnten Riley einsetzen, weil. Das sind alles Gift-Pokémon. Wir müssen halt nur aufpassen auf die Geistattacken. Ich bin Agathil aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Es war einmal ein gut aussehender, ausstattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Adam, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Naja, du bist aber auch nicht, jung geblieben, liebe Agathe. Gengar. Psychokinese. Das ist dann nicht im Ernst, ne? Ehrlich, du kommst jetzt mit Delegator hier an. Oh, das macht er tatsächlich.
Naja, irgendwann hat er nicht, nicht mehr genug KP haben. Megasauger, what? Ginge kann Megasauger hier lernen? Alles klar, so. Tschüss, Gengar. Für die Legato braucht halt immer wieder KP, ne? Hallo, Golbert! Oh nein. Wily, warum bist du so langsam? Ach Gott. Das wird ja ein Spaß. Auch noch! Ach du Schande, ey. Vergiftet und verwirrt. Da. Level 59, das ist gut. Alpollo. Warte mal kurz, Alpollo. Ich muss einem mal einen kurzen Top-Genesung geben. Weil ich keine Lust habe auf Vergiftung und Verwirrung. Traumfresser, vielleicht solltest du mich dafür erstmal einschläfern. Hätte ja noch die Schnauze gehalten. Woher müssen wir das zweite Trank schon? Wie, ich bin noch verwirrt. Ach nö, Top-Genesung, halte ich noch keine Verwirrung. Boah, ich wollte gerade sagen, Alter, mach. Da. Ah, Bock. Okay, das ist schlau. Tschüss, Gengar. Beschwer dich bei Agathe, die dich gerade den Tod überlassen. Der überlebt das. Oha. Natürlich musst du dich noch selber schlagen. Ja. Why not? So, weg jetzt mit dir hier. Mann! Arbok. So, mit dir weg, Arbok. Ich gebe Wily gleich erstmal einen Top-Eater. Hätte doch einiges an Psychokinesen gefressen. Dam. Ganz besonderes Kind. Danke. Du hast gewonnen, nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. Danke. Ja, hier. Nimm nur Limonade, Wily. So, jetzt kommt das, was ein bisschen Überlegung braucht. Und zwar kommt ja jetzt der liebe Siegfried. Und da ich keine Eisattacken oder sonstiges habe, muss ich ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich lasse erstmal Wily vorne. Der kann mit Psychokinese. Das erste ist aber sein Garados, ne? Er steckt als erstes Garados rein. Das heißt, wir könnten mit Lumi erstmal was reichen. Reißen. So. Bam. 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 Ich habe bereits von dir gehört, Adam. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Was ist das, drachenmystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zählen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier. Jetzt kommt die Arena-Leitmusik. Donnerblitz! Ein Dragonier. Oh, ich weiß echt nicht. Ich versuch's mal mit Fiete. Au, okay, das war unbedacht.
Ich denke mal, es wird jetzt noch aushaltbar. Bitte, 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 bitte. Aua. Tschüss. Weg mit dir. Ah, klappt nicht ganz. Fiete Klasse kommt zurück. Los, Vigi. Klar, why not? Mach mal. Tschüss. Da 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 da. Dragonia. Ich habe eine Idee. Ey, das ist so ein Dreck. Sorry, wenn ich das sage. Ja, ich hatte über 100, also 105, das heißt, jetzt wirst du überleben. Ja. Natürlich bist du jetzt eingefroren. So, ich setze jetzt mal meinen ersten Trank ein. Bitteschön. Ich hatte eigentlich jetzt vor, die ganze Zeit erstmal schlaf zu holen, die ganze Zeit Doppelteam. Dankeschön. So. Natürlich instant wieder aufgewacht. Und er trifft schon wieder nicht. Und er trifft mit seinem Scheißstrahl. Alter. Ja, hier, ich setze jetzt meinen letzten Trank für Vigi ein. So. Könntest du jetzt mal bitte länger schlafen als nur eine Runde? Natürlich jetzt bescheiden, weil wir keine Tränke mehr einsetzen können, aber was soll ich tun? Und ein letztes Mal. So. Jetzt haben wir maximalen Fluchtwert. Puff. Und tschüss, Dragonia. Er hat Aerodactyl, alles klar. So, schlaf erstmal eine Runde, Aerodactyl. Und dann kommt mein Rasierblatt. Vigi ist schneller als ihr Redakteur, das will was heißen. Ach nein. Okay, hab nichts gesagt. Die zählen nur den Flugtypen gerade. So, tschüss, ihr Redakteur. So, da kommt mehr Dragoran. Wie sieht der denn hier aus? Bobs. Blizzard bei 6-mal Doppelteam, da viel Spaß. Feuersturm, ja. Das war nichts, Dragoran. Die Attacken, die sowieso schon fast kaum treffen. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Adam. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Pillepop. Oh, er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Yay.
Toll. Ja, Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Beim nächsten Mal werden wir uns da mit Pillarpop kloppen um den Champion-Titel. Und wer weiß, vielleicht fangen wir auch noch, vielleicht gehen wir noch eine Runde Mewtwo fangen. Schauen wir mal. Wer auf jeden Fall super, wenn ihr den Part bewerten könntet, denkt auch an den roten Knopf der Pokémon-Meister und dem Video. Support ist nochmal wichtig. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao!